Mein Vater hat so einen kleinen Zeitungsartikel gelesen in der Zeitung. Und ja, dann bin ich hierher gekommen und dann zum Casting. Ich treffe mich mit meinen Freunden, spiele Klavier, ja, gehe reiten manchmal und male auch manchmal gern. Ich denke, dass es ein Adler ist, denn die fliegen so frei herum und sind eigentlich fast die einzigen Tiere, die nicht so oft oder nicht so viel erschossen werden und noch frei herumfliegen können. Celine Dion, weil sie so eine super tolle Stimme hat und sie hat den Titelsong von meinem Lieblingsfilm Titanic gesungen und ja, sie hat sehr viel geschafft in ihrem Leben und deswegen ist sie mein Vorbild. Also manchmal mein kleiner Bruder, weil er mich nervt und ja, wenn ich viel Stress habe, auch in der Schule, aber da muss ich einfach mal ausschalten und ja, das bringt mich manchmal auf die Palme. Liz ist sehr aufgeweckt und optimistisch. Sie hat auf jede Frage eine Antwort, sofort parat und ist sehr lebensfroh und aufgeweckt. Sie ist ein sehr lebensfrohes und aufgewecktes Mädchen. Ja, und das finde ich ganz schön toll an ihr. Das sind ihre positiven Seiten. Bei manchen Sachen ja, Klamottengeschmack überhaupt nicht. Also da hat sie ein bisschen was anderes als ich. Aber sonst ist sie nett, hilfsbereit und eigentlich, ich könnte mich ein bisschen mit ihr identifizieren, ja. Vielleicht irgendwas noch mit Schauspielerei, dass es nochmal so irgendeine AG gibt oder so ein Schulfach, wo man sich eben selbst kreativ weiterentwickeln kann und Stücke selber schreiben kann, also so kreatives Schreiben und dann vielleicht auch ausführen in der Praxis. Ich glaube an mich, dass ich viele Sachen auch schaffen kann. Ich glaube an meine Freunde und sie unterstützen mich und ich unterstütze sie und ja, daran glaube ich fest, dass Freundschaft eben der feste Glaube ist und Familie. Ich träume davon, mal eine berühmte Schauspielerin zu werden, in schönen Filmen wie zum Beispiel Titanic, sowas ähnliches mitzuspielen, also mitzuspielen dürfen. Ja, und irgendwann mal irgendwas Schönes in meinem Leben zu machen und dass ich mal stolz bin auf mein Leben. Das Besondere am Schauspielern ist, dass man sich in eine andere Person reinversetzen kann, die Welt aus einem anderen Sichtpunkt sehen kann und vielleicht auch mal sich ausleben kann in einer anderen Rolle, wie man es in echt nie machen würde. Achso, da gibt es ja immer diese Bilder, wo er die Zunge raussteckt und deswegen würde ich immer fragen, ob er mit der Zungenspitze an die Nase kommt. Meine Jeans und meine Stiefel. Ja, meine Messerstiefel. Natürlich eine große Schauspielerin, das wäre mein größter Wunsch, oder eine Sängerin. Ja, aber ich habe mir auch vorgenommen, Rechtsanwältin zu werden, weil ich das sehr interessant finde, anderen Leuten zu helfen und sie zu unterstützen, ja. Zurzeit lese ich Robinson Crusoe. Am liebsten esse ich Avocado und Reisgerichte und Klöße. Mein Lieblingsfilm ist Titanic. Wenn ich mir eine Rolle in einem Hollywood-Film aussuchen dürfte, wäre es... Die Rolle wäre Elizabeth aus Fluch der Karibik. In 20 Jahren bin ich 32. Meinen ersten Liebesbrief? Habe ich in der 3. Klasse bekommen. Am liebsten schaue ich aus dem Fenster oder ein bisschen fern oder ja. In der Schule mag ich die Pausen, den Englischunterricht und allgemein so Sprachen und Naturwissenschaften. Dein Zimmer ist voller? Möbel und Krimskrams. Wenn ich die Macht dazu hätte, würde ich? Etwas für Tierschutz machen und Eis umsonst. Das ist da nichts. Meinen ersten Kuss? Meinen ersten richtigen Kuss hatte ich noch nicht. Also außer so Kindergarten und Grundschule. Nicht so richtig. Das Wichtigste für mich im Leben ist? Dass ich mal stolz auf mein Leben bin, ja.
Das ist wichtig, egal was ich mache, dass ich mal zurückblicken kann und sagen kann, dass ich das gut gemacht habe. Mein größtes Laster ist, dass ich so hippelig bin und unkonzentriert manchmal, aber ich denke, das kriege ich noch unter Kontrolle. Der glücklichste Moment in meinem Leben? Der glücklichste Moment. Also bisher, in meinem bisherigen Leben, war ich am glücklichsten, als sie mich angerufen haben und mir gesagt haben, dass ich die Rolle bekommen habe bei Einstein.